Burg Drachenhaupt, später Abend. Die Sonne ist bereits untergegangen und schwere Regenwolken hängen über dem Gebirge. Der jahrtausendealte Stein brennt und ein Turm ist zur Seite gebrochen, schmerzensschreiend überall zu hören. Im Innenhof der Burg haben die Löscharbeiten bereits angefangen, unterstützt durch das Wasser, was nun auch aus dem Himmel nach unten fällt. Ihr habt euch den Aufräumarbeiten angeschlossen, nachdem es vom Drachen keine weitere Spur mehr gab. Soldaten und Knechte unter den Steinen hervorgezogen, Brandverletzung von Mägden und ein paar Kindern verbunden und sitzt jetzt ziemlich erschöpft mit rußgeschwärztem Gesicht neben einer Bahre von Abelmir, dessen Wange mit Brandnarben und einigen Löchern entstellt ist. Ja, mittlerweile auch mit Kräutersalben behandelt. Sieht gut aus, Abelmir. Ich weiß, bei euch Menschen sieht das nicht so gut aus, aber ich finde, das gibt ja ein wahres Mal des Kriegers. Ach, das ist nur ein wenig Fleisch. Ich habe schon schlimmere Wunden erlitten. Das ist die Einstellung und ich hau dir mal auf die Schulter. Au! Und dafür kriegen wir ihn wieder. Dafür kriegen wir den noch. Der Drache jetzt eigentlich tot? Hat das irgendwer mitbekommen? Ich weiß, dass sie auf ihn geschossen haben, aber ich habe nicht mehr gesehen, was am Ende damit passiert ist. Es ist runtergegangen, das Wesen, aber... Ich denke nicht, dass es so etwas sterben kann, oder? Vielleicht naja, normalerweise stürzen Drachen nicht einfach so ab. Also das scheint schon eine schwere Verwundung gewesen zu sein. Nun, es waren zwei. Hat jetzt eigentlich irgendjemand verstanden, kämpfen die Drachen gegeneinander? Beide gegen die Festung? Ich glaube, die kämpfen beide gegen die Festung und einer ist nur irgendwie gegen den Turm geflogen, oder? Vielleicht haben sie über der Festung gegeneinander gekämpft. Klingt sehr unwahrscheinlich, oder nicht? Nun ja, es sind Drachen. Na, auch wieder wahr. Wer weiß, was in deren Köpfen vorgeht. Apropos Köpfen, in meinem Kopf waren schon wieder komische Stimmen, als der Drache da war. Oder die Drachen? Habt ihr es auch gehört? Ich glaube ja. Ich erinnere mich nicht mehr genau, was er sagte. Ich dachte erst, ich hätte einen Wachalbtraum. Ich dachte, das wäre noch von damals. Ja, vielleicht hast du recht, vielleicht war es der Drache. Seht ihr? Die andere Gewalt hatte recht, wir haben alle Stimmen in unserem Kopf. Wo ist übrigens diese merkwürdige Gestalt vom Turm hin? Das war dieser komische Geweihte. Wie hieß er nochmal, Jalan? Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Ein Geweihter? Da oder stehen wir noch draußen vorm Turm mit Drakodan? Nein, wie gesagt, ihr habt bei den Aufräumarbeiten geholfen und sitzt jetzt an der Bahre von Abelmir, der schwer verletzt ist. Ich hatte schon Angst, wir werden dem irgendwie 2 Stunden lang gefolgt. Drakodan hieß er, seine Gnaden Drakodan. Er faselte irgendwas von dem Drachen, der stirbt und wollte hinaus, um ihm zu helfen. Ich muss gestehen, wir haben ihn in der Dunkelheit verloren, als der Drache abgestürzt ist. Und hier, Togosch, wir haben 2 Sekunden lang in den Himmel gestarrt und uns umgedreht und dann war er auf einmal fort. Komischer Mann. Was wollte er denn? Genau, was wollte er überhaupt? Scheint irgendein Interesse an diesem Drachen zu haben. Ich weiß nicht, ob er ihn erforscht oder ihn aufmalen will oder so, was Diener der Hirsinne nun mal tun. Aber er war sehr besorgt, dass der Drache sterben könnte, wenn er da nicht ankommt. Aber ich wüsste nicht, was er da tun sollte. Also ist er höchstwahrscheinlich dorthin gerannt, wo auch immer diese Drachen runtergegangen sind. Nun, wenn ich über den Daumen peilen sollte, mindestens 15 Meilen Nordwest. Moment, ich guck nochmal gegen den Himmel. Vielleicht auch eher Nordost. Wir sollten ihm nach. Aber dem Terrain ist er noch nicht weit gekommen. Ihr seid euch darüber im Klaren, dass da draußen noch ein Drache unterwegs ist. Umso schlimmer, wir sollten diesem Geweihten beistehen. Diesem Verrückten wollt ihr daherlaufen? Ins offene Feld? Was ist das für ein Gelände? Wie weit, schätze ich, kommt der überhaupt? Also sind diese 15 Kilometer da machbar? Ist das machbares Gelände oder ist das mitten im Gebirge? Wir befinden uns im Gebirge. Mehrere Meilen, hatte ich gesagt. Wie genau, weißt du nicht. Weil das einfach sehr, sehr hügeliges Gelände ist. Da müsste man sich nochmal gezielt orientieren. Das ist natürlich schwer. Vielleicht mit deiner Gebirgskundigkeit würde das klappen. Aber im Dunkeln jetzt zu reiten, ist totaler Schwachsinn. Also ich bin fest davon überzeugt, der kommt da niemals an. Eigentlich sollte er nicht, nein. Also wenn er keinen göttlichen Hinweis bekommt, dann wird der Mann bald wieder hier auftauchen, weil ich glaube nicht, dass er den Drachen findet. Nicht mal ich glaube, könnte ihn finden. Ich weiß nicht, er sah nicht aus, als sei er von hier. Vielleicht findet er den Weg zurück auch nicht wieder.
Wir sollten uns auf jeden Fall beim Helm auf den Weg machen, ihn nachzusetzen. Vielleicht sollten wir den anderen Geweihten Bescheid sagen. Wir hatten auch noch eine, ich glaube, Drakoniterin hier, dass der Hesinde-Geweihte los ist. Vielleicht weiß die Rat. Diese Drachentochterfrau. Das wird das Beste sein. Vielleicht kennt sie sich auch mit dem Gelände hier ein wenig aus. Ja, vielleicht ist er auch mehr, als es scheint. Immerhin saß er auf dem Dach rum. Welcher Geweihte macht das? Tankida kümmert sich selber gerade um die Verletzung von den anderen Dorfbewohnern, die dann auch alle hier irgendwo untergebracht sind neben Abelmir. Und wenn ihr sie sprechen wollt, dann müsstet ihr nur ein paar Meter weiter in diesem kleinen Raum gehen, um sie dann zu erreichen. Ja, ich würde mich bemühen, aus dieser liegenden Lage aufzustehen, wenn es meine Wunden zulassen. Ich stütze dich. Ah, danke. Und humpel halt auf die Schulter von Jolaus. Auf der anderen Seite siehst du immer, wer dir auch eine Hand reicht. Ich hatte wahrscheinlich meinen Stab dabei. Also, soll ich den Stab nehmen und ihr nehmt meine Hand und ihr, wenn ihr vor wichtigen Leuten steht, gebe ich euch den Stab direkt? Den würde ich nicht loslassen. Aber du kannst gerne am Stab anfassen, also du bist zwischen den Stab und den und mich sozusagen halten. Ja, dann wird immer seinen Kopf in deinen Arm legen und dich sozusagen mit den Schultern ein Stück weit stützen, dass du deinen Stab noch festhalten kannst weiter. Na gut. Ja, humpelnd und von beiden Seiten gestützt würde ich mich in Richtung auch dann aufmachen, Richtung Drachentochter Tankila, hieß sie, glaube ich. Ja, die kümmert sich gerade um ein kleines Kind, was da auch ziemlich entstellt ist. Einige Brandnarben, das hat sich noch schlimmer erwischt als dich. Ganzer Kopf ist dann verbrannt an der Seite, Blasen, die da aufgeplatzt sind. Und trägt da auch gerade noch eine Salbe auf. Und während ihr dann herantretet, dreht sie sich ja dann auch um. Natürlich verursacht die dann einige Geräusche. Natürlich ist sie sowieso ziemlich lauer durch das Stöhnen der anderen. Aber sie hat Zeit für euch, oder nimmt sie euch? Oder nimmt sie sich jetzt, ja. Euer Gnaden. Wir wollten euch gerne eine Frage stellen. Ja, nur zu. Sie sieht ein bisschen besorgt aus. Was kann ich für euch tun? Ich schaue zu Jalan, der dem Geweihten begegnet ist. Euer Gnaden, ihr wart bekannt mit seiner Gnaden Drakodan? Nein. Er ist erst vor ein paar Stunden hier angekommen. Ich habe ihn nicht kennengelernt. Ich weiß nicht genau, wo er herkommt. Ich weiß nur, dass er hier auftauchte und ich hatte noch keine Zeit, mich mit ihm zu unterhalten. Und er scheint ein großes Interesse an den beiden Drachen zu haben, die uns heute Nacht Ungemach bereiteten. Könnt ihr uns über diese beiden vielleicht etwas sagen? Ich meine, ihr kennt euch ja wohl aus. Nein, davon habe ich nichts mitbekommen. Ich habe generell nicht so viel mitbekommen. Es waren zwei Drachen? Offensichtlich. Einer ist wohl irgendwo in der Ferne hinabgestürzt. Ich weiß nicht, ob er auch wirklich unten ankam oder weiterflog, aber seine Gnaden Drakodan schien sehr insistent zu sein, dass er ihm wohl zur Hilfe eilen müsse. Das würde zumindest die verschiedensten Gerüchte erklären, die mir dann zugetragen worden sind in der Zeit, als ich geholfen habe. Man sprach hier von Drachen, also einem Drache eigentlich, und je nachdem, wie viel man dann in der Dunkelheit gesehen hat, wurde er als normaler Perldrache beschrieben und dann wiederum als vermodernder Knecht von Rassasor. Ist es möglich, dass Rassasors Diener und einer von und ein Drache aus Apeps Gefolgschaft sich hier einen Kampf geliefert haben? Wenn es tatsächlich zwei Drachen waren, dann kann das durchaus Sinn machen. Ich kann mir die Verletzung nicht wirklich erklären. Sie schaut so ein bisschen bedauerlich auf Abelmir. Ich habe mir die größte Hoffnung gemacht. Magische Heiltränke, den Balsam Salabunde, den habt ihr natürlich selbst ausprobiert. Sowie geweihte Heilung von der Herrin Hesinde bzw. Pereine. All das scheint zunächst zwar zu funktionieren, aber dann wiederum reißen die Wunden auf und erneut frisst sich irgendetwas durch das Fleisch hindurch. Diese Krankheit mag den Gelehrten als, in speziellen älteren Büchern von vor allem Rohal findet man diese Krankheit wohl noch beschrieben.
Und dann macht es auch Sinn, dass es ein Knecht von Rassasor war. Primel, Geistesabwesen, dann an meiner Teriyak-Pullen rum. Eine Krankheit? Ja. Was für eine Krankheit und ist sie gefährlich? Wenn sich die Wunden nicht schließen lassen, sondern weiter nässen, das Fleisch weiter aufreißt und modert, so etwas wie ein Eigenleben entwickelt, das soll wohl den Gerüchten zufolge, wie gesagt, ich habe die alten Schriften von Rohail gelesen, das heiße Blut von sterbenden Drachen als tödliches Siechtum, das ist eine unheilbare Lindwurmfäule, die eigentlich seit 600 Jahren ausgestorben ist. Gemeinsam mit Rassasor in der Gorischen Wüste. Eigentlich ist sie ausgerottet. Aber ist sie doch nicht? Rassasor ist doch ein untoter Drache, dachte ich, und wieder da. Genau das. Und wenn das Vieh wirklich in seinem Gefolge stimmt, was die Gerüchte sind, dann... Okay. Scheint er wohl seinen Hofstaat mitgebracht zu haben. Hat dieser Rohal da irgendwas zugesagt, was man dagegen tun kann, was man braucht, welche Kräuter und wie auch immer? Es gibt wohl einige seltene Kräuter, aber die findet man eigentlich im Winter, im Frühling nicht an diesem Ort. Eventuell haben wir Glück und könnten vielleicht noch etwas bei Apep im Hort finden, aber da mache ich mir gerade nicht so viele... Wie gesagt, die Kräuter sind selten. Eventuell könnte Apep etwas haben im Tal der Türme. Habe ich davon schon mal gehört? Also ist mir diese Krankheit bekannt? Ich meine, 600 Jahre ist für uns jetzt ja nicht so lange. Also ja, das ist richtig. Ich würde dich einmal eine Heilkunde-Krankheit... Dürftest du das habe ich gar nicht. Dann darfst du ableiten über Tierkunde. Erstmal ein Erschwert um 10. Und dann sowieso nochmal generell eine Erschwernis, weil... Naja, es ist keine einfache Krankheit, sondern sie ist eben, ich sag mal, sie ist also eine Tierkunderschwert um 15, aber Drachenwissen hilft. Ja, das wird leider nicht. Habe ich nie davon gehört. Nun, wenn sie seit 600 Jahren ausgestorben ist, ich meine, so alt seid selbst ihr nicht. Richtig? Habt ihr recht. Das heißt, wir müssen zu Apeps Haut? Ich bin mir nicht sicher, ob das klug ist. Der Markwart toleriert keine Menschen in seinem Reich, außer einigen Ausgewählten. Nun, ob das klug ist oder nicht, ich werde dann sterben, ist euch das klar? Keine Sorge, wir kriegen euch schon wieder auf die Beine. Was ich meinte, ist, dass wir vielleicht ihre Gnaden hier ein solches Unterfangen überlassen sollten oder es zumindest mit ihrem Beisein ausführen. Wenn ich bei der Recherche nach den richtigen Kräutern helfen kann, bitte sagt es mir. Ja, ich werde die Nacht darüber schlafen und euch dann darüber informieren, wie es weitergeht. Ob wir oder ihr ins Tal der Türme aufbrecht zu Apeps Hort, ob es sich lohnt. Sie schaut noch einmal auf das Kind, was vor ihr auf der Bahre liegt. Und auch auf die anderen Leute, die hier vom Drachenblut gezeichnet sind. Können wir es nicht einfach wegschneiden? Teilen ihm einfach das infestierte Gewebe ab. Ihr meint, wir schneiden ihm das Gesicht ab. Ja, nur ein Teil. Sagt euer Gnaden, sonst stirbt er. Ihr sagtet, ihr habt bereits Heiltränke durchprobiert? Ja, profane Heilung, magische Heiltränke, den Balsam. Ich werde euch zwar nicht sagen, wer es ist, aber es gibt hier auch eine Tochter der Natur, die es mit ihrem Hexenspeichel versucht hat gegen Gifte. Wie gesagt, ich habe es selbst mit den Gaben von Herrin Pereine versucht. Besteht die Möglichkeit, dass ein sagen wir einfach hinreichend potenteres magisches Heilmittel dort das ausrichten könnte, wenn man vielleicht mehr, ich weiß nicht, Kraft aufwendet? Das weiß ich nicht. Das Problem ist auch nicht, dass die Sachen nicht heilen. Das tun sie, aber sie reißen immer wieder neu auf. Wenn ihr noch etwas anderes wisst, dann könnt ihr es gerne probieren. Zu verlieren haben wir ja nichts, oder? Nun, dann sollten wir uns wohl nach diesen Zutaten die Augen aufhalten. Denkt ihr wirklich, Apep könnte welche haben? Zumindest wird kein anderer diese Sachen hier haben. Das ist sicher. Nicht im Winter, nicht im Frühling und vor allem nicht in dieser Region. Wie lange hat Apep mir denn noch? Ein paar Stunden, ein paar Tage, ein Jahr? Wie schnell schreitet die Krankheit voran?
Ja, die Gespräche von Rohal sind sehr schwer zu lesen, aber ich werde, wie gesagt, noch einmal darüber sinnieren, noch einmal darüber schlafen und ich kann euch dann morgen mehr erzählen. Wie weit ist es von hier aus bis ins Tal der Türme? Ich glaube mit dem Pferd 2 Tagesreise. Dann werden wir morgen aufbrechen. Können wir denn irgendwas tun, dass wir da bei dem Markwart irgendwie willkommener sind? Es wäre wohl auf jeden Fall hilfreich, wenn ihr, euer Gnaden, uns begleiten könntet. Schließlich habt ihr offensichtlich echt gute Beziehungen. Ja, auch darüber werde ich nachsinnen, etwas Gutes für einen Kaiserdrachen tun. Ihr könnt ihm quasi nichts bieten, was er sich nicht selbst besorgen kann. Eines ist sicher, wenn ihr Luke oder Falschheit nun ja im Sinne habt, dann wird er dies erkennen und euch sicherlich töten. Aber wenn ihr eben kommt, um nun ja nicht nach Gold zu fragen, sondern um Menschenleben zu retten, die durch einen Drachenkampf oder eine Lindwurmfäule sterben, daran kann ihm ja auch nicht gelegen sein. Erklärt mich jetzt mal für verrückt, aber... Und vielleicht bin ich das auch, aber wieso bringen wir denn nicht den anderen Drachen? Hier diesen, oder wo, naja, ich weiß jemand, welcher Drache da hingefallen ist? Weil wenn das der von seinem Gegenspieler ist und wir ihm den Kopf bringen, dann gibt der Abe mir vielleicht das Zeug. Nun, wir wissen aber nicht, wo dieser hin ist. Und eine solche Art zu organisieren könnte Tage oder Wochen dauern. Und sollte dieser Drache wirklich diese Fäule verbreiten, könnte ein Kampf für uns schlimmer ausgehen. Jede Wunde, die wir ihm schlagen, könnte uns ebenso verletzen. Ich hoffe ja auch, dass der Drache, der da runtergefallen ist, der ist, der Gegenspieler war. Dann bräuchten wir nur den, naja gut, nur wenn er gestorben ist. Das weiß ich natürlich leider nicht. Aber Drachen sind fiese Kreaturen. Wenn wir da einfach so auftauchen, wird er uns bestimmt fressen. Und wenn es der Gegenspieler gewesen wäre, wäre seine Gnaden Drakodan wohl nicht so insistent gewesen, ihm zu Hilfe zu eilen. Ein gutes Argument. Als ob er das von hier gesehen hat. Hab nicht mal ich gesehen. Er stand oben, im Gegensatz zu euch stand er oben auf dem Dach. Der stand unten bei uns, als der Drache gefallen ist. Wir haben es doch noch draußen gesehen. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, uns anzuschauen, wo dieser Drache heruntergegangen ist, um mehr herauszufinden, was überhaupt passiert ist, was überhaupt los ist. Und wenn es andersrum ist und dort liegt der andere Drache, so zuwider mir es ist, könnten wir dem helfen und vielleicht ist dann der Apep mehr gelegen, uns zu helfen. Torgosch, ich lege meine Hand auf die Stirn. Geht es euch gut? Machen. Also habt ich bin ja dafür, wir bringen ihn um, aber ihr werdet das ja eh nicht tun. Und bevor Abel mir jetzt stirbt... Noch bin ich nicht gut. Tot. Machen wir so Folgendes. Mit dem allerersten Tageslicht machen wir uns auf den Weg, diesen abgestürzten Drachen zu finden und hoffentlich Drakodan. Sobald wir da Klarheit haben, geht es ins Tal der Türme und wir hoffen aufs Beste. So macht das, ja. Dann wünsche ich euch eine angenehme Nachtruhe. Blickt sie wieder zu Abelmir. Nun ja, schlaft ich so hoffe, ich finde Schlaf. Schlaft so viel wie möglich. Kann mal irgendjemand diese Brandwunde bei Abelmir vermessen? Und wenn sie dann größer wird, wissen wir, wie schnell es wächst. Müsste doch funktionieren, oder nicht? Das sollte möglich sein, ja. Wenn es dann 1 Zentimeter am Tag wächst, wissen wir, dass es schneller geht, als wenn es nur einen halben wächst. Ich weiß nicht, ob das viel hilft, aber dann wissen wir immerhin, wie lange wir haben. Und wissen wir denn, ab wann er daran stirbt? Wenn sein ganzes Gesicht verdeckt ist? Sein ganzer Körper? Oder die Hälfte? Ich versuche es zu untersuchen und eine Theorie aufzustellen darüber. Aber nun, Krankheiten sind schwierig zu ermessen, wenn man sie noch nie gesehen hat. Keine Sorge, Abelmir, wir bringen euch da schon durch. Das hoffe ich auch. Na gut. Wie auch immer, wir legen unser Leben in Freies Hände. Ja. Wenn ich sterben soll, will ich sterben. Wenn nicht, dann nicht. Wer sterbt, wenn ich es euch erlaube und nicht vorher. Wer helfen möchte, der darf in die Box gerne würfeln. Eine Heilkunde Krankheit oder eine erschwerte Heilkunde Wunden. Alternativ ginge auch eine erschwerte Rechnenprobe. Einfach mit einem Faden oder sowas. Faden, neben die Wunde von Abelmir liegen, da wo das Fleisch eben nach vorne gebrochen ist und da rumsapscht. Auch durch die Kräutersalbe hindurch. Einfach mal anlegen. Und wie viel erschwert ist das?
rechnen? Die abgeleiteten Proben plus 5 und ansonsten Heilkunde Krankheit, wenn ihr ja die richtige Hacker. Hilft es, Anatomie zu haben? Anatomie würde ich dir auch gestatten, plus 5. Okay. Kannst du dir aussuchen, welche du von den beiden wirfst. Aber mir habt ihr schon mal dran gedacht, wirklich nicht die Stelle abschneiden zu lassen im Gesicht? Das ist gar nicht so groß, was euch dann fehlt. Es wächst nach. Ist ein Fäulnis. Anscheinend geht diese tiefer. Und ihr müsst es wahrscheinlich besser die Knochen schneiden. Ja, das meinte ich ja. Ich würde es vorziehen. Zu sterben? Zu sterben mit einem vollständigen Gesicht. Zumindest das, was noch verblieben ist. Okay. Gut, dann dürftet ihr euch zurückziehen und versuchen zu regenerieren. Dadurch, dass die Nacht schon angebrochen ist, ihr geholfen hattet, ist es nur eine Regeneration minus 2, einfach weil euch Stunden fehlen und ihr dann früh aufbrechen wolltet. Und Jalan bekommt keine Regeneration. Richtig, denn wir sind ja immer noch im Dings. Wenn wir morgens aufwachen, ist ein sichtbarer Unterschied in Abelmirs Gesicht zu sehen? Also wenn ich die jetzt sehe, merke ich direkt, dass es größer geworden ist. Iserun ist der Meinung, es wird kleiner. Du bist der Meinung, es ist genauso geblieben und Iolaus weiß wohl, dass es um ja wahrscheinlich so eine Fingernagelgröße ist wohl weiter nach oben gewachsen, hat sich da dann nach oben in Richtung der Koteletten ausgebreitet, in Richtung des Schädels und zieht wohl auch gerade ein paar krankhafte schwarze Fäden von einer Seite in die anderen. Greift es den Knochen an? Ja, auch das wirst du feststellen. Es spannt ein wenig im Gesicht. Ist es schlimmer geworden? Also, ich bin jetzt keine Expertin. Ich würde eher sagen, es ist ein bisschen kleiner geworden. Sieht doch genauso groß aus von hier unten, würde ich sagen. Und wenn wir jetzt kurz landen bleiben, ist es eine ideale Tarnung. Ich fürchte, aber wir werden uns beeilen müssen. Sie wird vor allem tiefer, die Wunde. Das ist nicht gut. Und dann. Ich werde sehen, was ich tun kann, um es zumindest nun zu bremsen und euch einen Verband anlegen, dass ihr ja nicht überall hinbluten werdet. Das wäre schön. Nun gut, lasst uns aufbrechen. Sind die Pferde schon gesattelt? Selbstverständlich. Soll ich mich darum kümmern, dass wir alle genug Essen und Trinken dabei haben? Ja, bitte, schau nochmal unsere Vorräte durch und lass dir ansonsten etwas geben. Okay. So geht immer ab und fragt jeden sozusagen einzeln einmal kurz, wie viele Tagesvorräte hast du und will ganz gerne gucken, dass wir mindestens jeder 5 Tagesvorräte sozusagen haben. Und ja, was eben die Leute zu wenig haben, wir dann eben sich sozusagen merken und dann gucken, wo es hier eine Essensausgabe gibt, um mal nachzufragen jetzt hier, ob man nicht was zu essen für die Mannschaft bekommen könnte, denn wir wollten jetzt losreiten, um das Phänomen, diesen Drachen da sozusagen uns anzuschauen und zu gucken, ob wir das Problem nicht gelöst bekommen. Wir sollten vorher noch diese Drakoniterin aussuchen, was sie herausgefunden hat. Tankila Drachentochter. Sie wollte doch Nachforschung anstellen. Eine gute Idee. Nun, dann sehen wir einmal. Weit weg kann sie ja nicht sein. Und währenddessen hat Iolaus Abel mir noch einmal gebeten, auf einem Schemel, auf einem Hockerplatz zu nehmen und fängt dann jetzt gerade mit einem chirurgischen Instrument, mit einem Skalpell, gefährlich nah am Auge herum zu operieren. Seid vorsichtig. Keine Bewegung, bitte. Haltet ihr das für klug? Ich glaube, es kann nicht schlimmer werden. Mit einer Pinzette ziehe ich dann so einen kleinen schwarzen Faden hervor, der leicht sich bewegt. Was ist das denn? Bei allen 12 Göttern. Das sieht nach einem Wurm aus. Wer weiß, was dieses Ding anstellt. Jalan, tut mir einen Gefallen. Wenn ich sterben sollte und mich erheben sollte, tötet mich. Da habt ihr mein Wort drauf. Aber so weit wird es nicht kommen. Euer Wort in Preis Ohr. Das ist wahrlich keine herkömmliche Krankheit. Ich glaube, es sind vor allem diese kleinen Wesen, die Gewebe angreifen und sorgen dafür, dass die Wunde sich ausbreitet und immer wieder öffnet.
Das heißt, falls ihr sie rausschneidet und einen überseht, ist es alles umsonst gewesen. Ich fürchte, ein Großteil davon sind so winzig, dass sie einfach nicht wahrnehmbar sind. Dieser hier ist einfach nur so groß genug schon, dass man ihn sehen kann. Seht ihr all diese schwarzen Äderchen dort? Ja, nehmt das da weg. Keine Sorge, aber mir, keine Sorge, das wird schon. Jemand einen Zentimeter näher dran. Das kann doch gar nicht. Was? Kennt ihr das? Das ist ein Karfunkelwurm. Was ist das denn? Die sind schon ewig tot. Wie viele Jahre jetzt? Bestimmt mehrere hundert schon. Die Viecher denn her? Na, 600! Ich erinnere mich wieder, 600. Wie dieser untote Drache da. Nun, dann sind die wohl auch mit ihm zurückgekehrt. Scheiße. Was bedeutet das jetzt? Heißt das, man sollte sie immer versuchen rauszuschneiden? Ich habe nur mal von den Würmern gehört, was man dagegen macht, weiß ich nicht. Na, ich meine, hier liegen ja noch ganz viele andere Verletzte. Vielleicht sollten wir dann unter Wissen, was wir jetzt erlangt haben, dass diese schwarzen Äderchen in Wirklichkeit keine Adern oder irgendwas anderes ist, sondern Würmer sind, an den anderen mitteilen. Und vielleicht kann man es ja aufhalten oder verlangsamen, indem man sie alle hinauszieht, nach und nach. Ja, ich werde mit der Besatzung des Lazaretts reden und sie darüber aufklären, wie man diese Würmer am besten zieht. Doch, ja, ich denke wirklich, unser bestes Vorgehen wäre, mit einem Drachen zu reden, der alt genug ist, um zu wissen, was man dagegen tun sollte. Umso besser. Wo ist denn die Drachentochter? Ja, die könnt ihr dann antreffen, wenn ihr mal nach ihr fragen lasst. Im grünen Skriptorium, wo sie vor mehreren großen Büchern sitzt, die alle aufgeschlagen sind und dann parallel und quer liest. Alles wohl irgendwie Rohhalsgespräche und sie kann euch dann berichten, dass es sich dabei wohl um das Kraut Dakund-Kraut einfach handelt. Also ein Drachenkraut mit so einem speziellen Namen. Wie gesagt, wächst hier eigentlich nicht, aber wenn, dann würde es APEP haben. Das ist ja das, was ihr euch gestern schon gesagt hatte.